Okay, so willkommen alle zum DevOps Workshop. Jetzt, was ihr da vor euch habt, sowas, da habt ihr ja die Login Details für die Plattform. Ich mache eine kleine Introduction, damit ihr wisst ein bisschen, worum es geht. Und dann könnt ihr einfach mit der Plattform jeder in seinen Rhythmus und so. So, die Hauptidee, das ist eine Webseite. Management-Plattform, das ist eine kollaborative Umgebung, das heißt, man kann mehrere Benutzer haben. Es ist für Freelance-Webdesigners und kleine Teams angedacht, die ganz viele kleinere Webseiten warten und entwickeln müssen. Ja, das habe ich gerade gesagt. Und es versucht, alle Prozesse, die man beim Entwickeln braucht, in eine einzige Plattform zu eine einzige Oberfläche zusammenzufassen. So, Hauptmerkmale, es geht alles um einen dreiphasen Workflow. Ich werde das kurz weiter erklären. Es hat eine integrierte Cloud-Entwicklungsumgebung. Das werden wir gleich sehen. Und es erlaubt auch die einfache Automatisierung von Aufgaben einfach bei Drag and Drop. Ja, ein zentraler Dashboard, das habe ich schon gesagt. So, was ist die Cloud-Entwicklungsumgebung? Ja, naja, wir haben Zugang zum Joomla in den drei Phasen. Ich erkläre das gleich. Autologin zum Backend und auch zum Frontend. Wir haben einen Code-Editor. Wir haben einen Drag-and-Drop-Dateimanager mit auch Bilderbearbeitung und so. Eine Wiki pro Projekt oder per Projekt. Und die ganze Plattform ist erweiterbar mit Add-ons. So, das alles klingt ein bisschen abstrakt. So, was ist ein dreiphasen Workflow? In einem so besseren Workflow arbeiten wir in Develop. Dann schieben wir die Veränderungen zu Demo. Das ist, Demo ist ein Wort, das zeigt mir, ich will meinem Kunde Fortschritt zeigen. Es ist auch für Testing oder um Performance, PHP-Version. Oh. Entschuldigung nochmal. Und dann haben wir Production. Demo und Production sind in euren Hosting. So, wir bieten eine Entwicklungsumgebung und da eure Webseiten sind immer da, wo sie waren. Ja? Und die kann man auch dann für Maintenance einfach wieder das Kreislauf machen. Wir haben mehrere Kreisläufe, das ist das Einfachste. Da könnte man reden von E-Commerce oder was auch immer. Aber für das Workshop jetzt, das sind zu viele Sachen, so dass das würde reichen. In euer Blatt habt ihr die URL und die Login-Details. Das ist relativ einfach. Passwort ist Joomla. Wenn ihr auch noch eure E-Mail da einschreibt, dann bekommt ihr danach morgen oder übermorgen noch ein tolles Angebot für euch zum Workshop. Wenn nicht, in dieser URL habt ihr auch ein Trial von 30 Tagen und das hat auch eine 10% Discount. Und ja, jetzt zum Spielen. Ich würde euch vorschlagen, dass ein bisschen die Umgebung kennenlernen. Ich mache hier eine kleine Demo. Das ist ein echtes Environment mit einigen Webseiten. Was wir pro Webseite haben, ist zum Beispiel, nehmen wir diese. Das ist das Dashboard, hier ist das Joomla. Das ist Passwort geschützt. Das wäre Autologin zum Joomla. In grün. Warum in grün? Weil wir die drei Phasen so als Art Ampel haben. Das wäre Demo und das wäre Production. So, wenn ich hier einlogge, dann sehe ich es rot, sodass ich gut immer weiß, wo ich bin, dass ich keine Fehler mache. Alle drei Phasen sind gleich. Wir haben alle die gleichen Werkzeuge da. Jeder hat Deployment, das wäre einfach ein Knopf. Das, was ihr seht, ist ein bisschen einfach, vereinfacht, diese Option. Sind da nicht. Es ist einfach Push to Demo und dann wird das alles bewegt. Die Version Control erlaubt, Versionen zu speichern und wieder zurückerstatten. Dann noch
habt ihr einen Code-Editor, wo ihr Joomla-Code spielen könnt, was auch immer. Dann ist noch der Dateibrowser, aber das alles könnt ihr schon selber so gucken. Hier kann man zum Beispiel Images angucken, Previews, das alles ist ein Cloud Development Environment, das heißt, man braucht nichts in lokalen Computer installieren. Dann kann man auch die Datenbank direkt einloggen. Alles ist passwortless, das heißt, dass alles, wir sind in der Plattform, wir brauchen keine weiteren Passwörter. Alle Webseiten sind gleich organisiert. Haben auch eine kleine Wiki hier und wenn wir zum Beispiel ein cPanel haben, man kann auch die E-Mail-Adresse von hier direkt bedienen. So, was könnt ihr machen? Ihr könnt zum Beispiel zum Joomla einloggen und jeder hat ein Site. Funktioniert das mit den Einloggen? Habt ihr es versucht? Geht das? Und ihr könnt Änderungen im Joomla machen und dann zum Beispiel speichern und dann restoring. Oder ihr könnt die Änderungen zur Demo-Umgebung schicken. So. Schafft ihr das alle, einzuloggen? Wer kann nicht einloggen? Fragen bis jetzt? Die Wiki, ja? Kann ich nur noch beziehen, du hast nie aufgerufen. Wie bitte? Wiki. Das in jedem Projekt ist hier. Ah, das ist auf Englisch, Documentation. Ja. So, ja, stimmt. Ja, ich nehme mal die einfachere Oberfläche. So, ihr müsstet sowas sehen, wenn ihr einloggt. Seid ihr soweit? Ja, dann einfach Name oder da hat man auch direkt Zugriff zu verschiedenen Sachen und da könnt ihr Änderungen machen. Zum Beispiel, ich mache eine Änderung. Ich gehe zum Joomla, okay, Statistics und dann machen wir was ganz Einfaches. Templates. Ich editiere das. Und ich wähle das. Die Farbe zum Beispiel. Ja, ist zu hässlich. Naja. Okay, so war's. Okay, ich kann wie immer die Joomla-Webseite hier sein. Okay, das ist, was ich gemacht habe. Ich kann diese Änderung speichern oder wenn wir zum... Siehst du die irgendwo? Loggst du das mit oder... Wie bitte noch? Loggst du das irgendwo, dass man jetzt irgendwo die Änderungen sieht? Die Änderungen sieht? Meinst du, dass man danach einen Index hat von all die Änderungen? Ja, mit im Prinzip sowas wie die Changelog oder... noch nicht. Das ist im Roadmap, ja. Okay. Aber im Prinzip. Ganz so zusammen mit einem Team, ja. Was dran arbeitet, ja. Damit du einfach weißt, okay. Genau. Ja, ja, das heißt, das ist die Demo-Version zum Beispiel. Und wenn wir jetzt die jetzige Entwicklungsversion pushen, dann wird das übergeschrieben. Das wird immer automatisch gespeichert. Die Demo-Version wird auch gespeichert, sodass wir immer Undo machen können. Und. Naja, all die typischen Aufgaben, die man machen muss, um eine Webseite zu bewegen. Die URLs werden auch ersetzt. So, Database, okay. So, jetzt, wenn wir, das ist die Dev, das ist die Demo, da haben wir die. Und wenn ich zum Beispiel Undo machen will, dann brauche ich nur zu restoren. Aber ihr sollt mich nicht gucken, ihr sollt was machen, ihr sollt damit spielen. Noch mehr Beispiele, so ihr könnt auch Code editieren oder was auch immer. Fragen bis jetzt? Das wird
sein beim ersten Mal. Zu schnell? Ja, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Okay, so gehe ich nochmal langsamer. Ja. Ich will jetzt eine Komponente installieren auf meiner Demo. Ja. Und wenn ich dann fertig bin, wird die automatisch übertragen, inklusive Datenbank mit allen. Ja, dann drückst du Push zur Demo und dann wird das übertragen, genau. Ja. So, ein Use Case zum Beispiel. Wir haben eine Webseite, die in Produktion ist, wir wollen sie upgraden. So, wir importieren sie, dann ist sie in diesem Workflow drin. Dann machen wir hier, das ist eine sichere Umgebung, wir machen hier alle Änderungen, die wir wollen. Wir können in Joomla upgraden, Extensions probieren, Templates verändern, alles, was wir wollen. Und dann wird das zum Demo überschoben. Da können wir im Server, im Hoster, sagen wir One-on-One, Mittwald, was auch immer, dass es richtig funktioniert, PHP-Version stimmt, performancemäßig ist auch gut. Und dann, wir sind zufrieden, dann schieben wir weiter. Das ist der einfache Workflow. Ja. Kann man da irgendwie einstellen, die Rechte, dass, sagen wir mal, nur einer den Knopf drücken kann, dass vom Developer auf ja. Der Demo und der nächste dann nicht die Demo. Genau, ja. Ja. Wenn ich jetzt aber in der Zwischenzeit in der Develop-Version was tue, in der Production-Version, Shop oder was auch immer, verändern sich da Shop ist was anderes. Wir haben zwei. Ja, es gibt schon mal mit drin haben, zum Beispiel. Oder Hicker-Shop. User-Beiträge, was weiß ich. Ja. Wir haben zwei Workflows. So, das ist, ich habe nur den einfachen gezeigt. Das ist die Webseite genau gleich. Mhm. Ja, man kann machen, zum Beispiel, sagen, nehmen wir eine Webseite, die wenige Änderungen hat. Zum Beispiel der Kunde endet Sachen einmal pro Woche oder so. Und wir wollen Änderungen machen. Wir können zur Produktionsversion sagen und den Kunde sagen, okay, bitte, nichts tun. Kunde werden sowieso einloggen. So, wir können die Produktionsversion sperren, so dass keiner, so dass keiner Änderungen machen kann. Sogar wir nicht. So, die Produktionversion ist immer noch veröffentlicht, aber keiner kann Änderungen machen. Dann bringen wir sie zu Develop, einfach hier, Deploy to Develop. Und es wird automatisch für uns entsperrt, wir können Änderungen machen. Und wenn wir nochmal veröffentlichen, das wird automatisch wieder entsperrt. Das ist der einfache Workflow. Der mehr komplexer Workflow. Da es hängt von der Extension, einige Extensions sind kompatibel und was wir machen, ist zum Beispiel Hickershop. Wir können einige Tabellen ausschließen und da kann man mit dem Joomla Core arbeiten und dann die Veränderungen auch überschreiben, aber nicht die Bestellungen, Rechnungen, Benutzern und was auch immer. So, das sind zwei verschiedene Workflows, aber den Advanced wollte ich heute nicht, weil das zu viel Informationen. Aber das könnt ihr auch mit dem Trial auch versuchen, jederzeit. Ja. Wird dann auf dem Server von mir quasi zwei. Die Demo und die Produktion. Genau. Es ist wichtig, dass Demo auch in deinem Server ist, weil so kannst du echt wissen, dass in deinem Server es funktioniert. Es muss so gleich wie möglich wie das Produktionssystem sein. In einigen Fällen können wir auch euch eine Demo-Umgebung anbieten, wenn ihr das nicht wollt. Aber es ist nicht empfohlen, weil dann hast du nicht ein echtes Bild, von was Produktion ist. Wo ist der Develop? Develop ist in der was wir anbieten, ist ein Entwicklungsserver, der hier ist, mit all euren Projekten, privat, nur für euch, für euer Unternehmen. Und das bieten wir, es ist ein VPS, ein VM. Ja. Für euch, die wir hosten. Das ist das Einzige, das wir hosten. Doch drei quasi. Es sind doch drei. Development, Demo. Development ist, was wir hosten, ja. Und das ist euer Hoster. Ja, aber es sind insgesamt dann drei Installationen. Drei Installationen, ja. Drei Kopien von der Webseite in dem Fall. Ja. Wenn ihr ein cPanel habt, dann läuft das alles automatisch. Man braucht nur Login und Passwort und das wird alles automatisch erstellt. Wenn ihr kein cPanel habt, dann kann man für einige Hoster, die SSH und Async anbieten, kann man das manuell einfügen.
und dann braucht er ein bisschen mehr Aufwand, das Projekt zu importieren, aber aber dann einmal das Projekt ist hier, ist genau gleich wie den anderen. Und ja, diese habe ich nichts, aber hier zum Beispiel, man kann von Tags einfach suchen und man kann irgendwelche Webseite suchen und ist genau gleich. Du hast immer eine konsistente Umgebung für alle Seiten, egal in welchem Hoster sind. Du kannst so viele Hoster bedienen, wie du willst. Zum Beispiel habe ich mehr, sagen wir, ich will eine neue Seite hinzufügen. Man kann Automated Setup, das heißt automatisch über cPanel, und wir sprechen gerade mit Plesk, damit wir auch Plesk integrieren können und andere Hoster. Oder manuell, wenn wir zum Beispiel cPanel haben, das sind einige Hostings, die ich habe, oder zum Beispiel da werden die Domains aufgerufen, zum Beispiel das. Und dann brauche ich nur ein Domain von der Liste nehmen und dann mit dem Domain arbeiten. Denn zum Beispiel, wenn mal hier was ein Joomla ist, das ist kein Joomla, dann suchen wir den anderen. Ich weiß nicht, ob das ein Joomla ist, mal sehen. Das macht also Testen, um das alles zu testen, dass es richtig funktioniert. Okay, das ist ein Joomla, das heißt New Site. Und dann kann ich eine Produktionsseite machen, das heißt mit einem echten Domain, oder ein Sandbox. Ich kann das Sandbox für einen Test, für ein Experiment, für zum Beispiel eine Template-Webseite oder wenn ich eine Webseite klonen will. Ich möchte eine Webseite klonen, dann importiere mir eine, die schon existiert, mache einen Sandbox, da kann ich alle Extensionen installieren, alles was ich will, und dann will ich sie einfach klonen für ein echtes Projekt benutzen. Eine interessante Sache in dem Fall ist, dass wenn du klonst, du hast die Möglichkeit, Texte zu ersetzen. So zum Beispiel haben wir einen Cookies-Text mit dem Namen vom Kunde, dann wollen wir das für einen anderen Kunden wieder benutzen, dann ersetzen wir, zum Beispiel haben wir Kundennamen, und ein Kundenname wird direkt, und dann können wir so die Texte wieder verwenden und nicht nochmal einen Artikel machen. Ja, weiß, wovon ich spreche. Noch mehr Fragen? Wollt ihr spielen? Keiner spielt? Ja. Wenn man ein neues Projekt machen will, dann hat man diese Tags, das sind für interne Klassifikation. Dann kann man das Domain suchen, genau wie vorher, automated oder manuell, oder in Sandbox suchen. Sandbox heißt, wie was ihr in euer Konto habt, das ist ein Sandbox, das hat diese Sort von, da könnt ihr es nicht sehen, aber in euer Bildschirm könnt ihr es sehen, das ist ein DevOps-Site-Domain, und da habt ihr ein Subdomain für euch. Da könnt ihr unendlich viele Projekte haben. Und sagen wir mal, ich will jetzt einen Sandbox machen. In meinem Projekt ist der Workshop. Oh. Und das ist Schocke. So, Joomla D. Die Tags erlauben uns ganz schnell Projekte zu filtern. Und dann können wir Joomla, können wir direkt offizielle Version mit oder ohne Konten. Dann können wir auch unsere eigene Installationspakete benutzen, zum Beispiel ein Akiva, das wir von einer anderen Webseite haben, oder ein Installer von einem Template-Provider, Jotheme oder das ist von Rocket Theme zum Beispiel. Und da können wir auch Extensions installieren. Wenn wir unsere eigenen Extensions haben, dann können wir die nicht im JET sind, dann können wir direkt hier installieren. Man kann auch mehr Sachen machen, das was für jedes Projekt so notwendig sind. Zum Beispiel, wir können Admin Editor, und dann würde unser Joomla so bereit zum Arbeiten. Wir können auch ein Coming Soon Page für die Produktionsversion. So, wenn wir ein neues Projekt machen, wir haben eine Domain, was ist in der Domain
wenn man sie besucht. Wir können eine alte Webseite lassen, wir fangen eine neue an, aber wir lassen, was vorher war, wir können eine blanke Seite, eine weiße Seite, oder wir können eine Coming Soon Page, eine eigene oder was auch immer. Und als letztes kann man, was wir nennen, die Add-ons machen. Zum Beispiel, wir können ein neues Google Analytics Konto machen für den Kunde. Search Console, das ist vorher Webmaster Tools. Das wird automatisch die Datei in Produktionversion. Dann man sagt Google, hey Google, ich habe dieses neue Domain. Bitte füge das zu meinem Konto. Und das wird alles automatisch. Status Cake ist so wie Uptime Robot oder Pingdom. Das wird auch, dass wir für jede Webseite einen Test haben. Das ist ganz einfach. Ich füge das einmal und dann wir können es automatisch haben. Und das zum Beispiel mit Search and Replace, das ist das mit dem Ketten, das ich vorher gesagt habe. Zu viel Information? Machen? Fragen? Ja. Würde ich denn jetzt da, wenn ich die Möglichkeit habe, dem gesagt, was mit den verschiedenen Zugriffsrechten, wo würde ich das denn da einstellen? Also wer darf wann freigeben? Zum Beispiel die Demo oder? Ja, das ist alles in der ACL. Das hat eine. Das suchen wir in der gleich. Das ist nicht meine Tastatur. So, wir können hier einen neuen Benutzer hinzufügen, Name, E-Mail, was auch immer. Und da kann man die verschiedenen Roles suchen. Account Administrator würde alles machen können. Client würde nur für eine, so Kunde, für eine einzige Website oder zwei oder drei, wie ihr wollt. Webmaster hat, das einfachste ist Benutzer, da können wir Webseite suchen, okay, von dieser Webseite hat Zugriff zu diese. Und kann er neue Projekte machen, ja oder nein? Und die Benutzerprofiles. Und das, wer macht das? Das wird eigentlich in den Profiles definiert. Ja? Das ist vielleicht zu spezifisch. Aber ja, das heißt, da kann auch jetzt der Kunde nur die Seite sehen, dann genau. Kann ich bearbeiten. Ja, zum Beispiel. Und interessant ist bei dem Kunden, dass man kann direkt den Auto loggen mit dem richtigen Profil auf das Joomla zum Beispiel. Oder nur im Frontend. Er darf nur Auto loggen im Frontend und mit dem, Publisher Role oder den Autor oder was auch immer. Ich glaube, in meiner Version sind ein bisschen mehr Knöpfe. Das könnt ihr alle in den Preferences ausblenden oder einblenden. Fragen, ja. Ich wollte, glaube ich, noch auf meine Frage zurückkommen mit den Sperren, wenn ich sozusagen im Develop-Modus bin. Ja. Also, ich habe das gezeigt, aber wie ist das sozusagen klar verhindert, dass es das dann nicht irgendwie klassisch über FTP dann noch was macht? Oder ist es nur gesperrt, wenn ich über die Plattform gehe? Es ist gesperrt zweiseitig, über die Plattform. Und das Joomla, was wir machen, ist, wir sperren ja die Benutzer. So, keiner kann außerhalb der Plattform in Joomla einloggen. Kann sich auch nicht im Frontend oder im Backend einloggen? Nein. Das sperrt nicht dein FTP. FTP können wir nicht. Das heißt, wenn man klassisch in die Datei reingeht und das überschreibt, ist es überschrieben und geändert. Ja, FTP können wir nicht kontrollieren, weil das ist in eurem Hoster. Aber Joomla können wir kontrollieren, sozusagen. Also im Prinzip würde man es dann überschreiben, wenn er was geändert hat. Genau. Ja. Und dann also wenn du wirklich dieses Prinzip anwendest, dieses Drei-Phasen-Prinzip, Entwicklungsumgebung, Staging und Live, dann gibt es normalerweise für Live keine FTP-Zugangsdaten. Die sollte niemand haben. Das ist der. Ja, genau. Also wenn du diesen Prozess wählst, dann musst du das auch so durchziehen. Dann ändert man nichts an Live und den Dateien. Genau. Ja. Sachen, die. Aufgaben, die man machen kann, wir nennen sie Operations. Zum Beispiel Hudson, dass wir sind in Entwicklung und wir wollen zur Demo schieben und jedes Mal, dass wir das machen, wollen wir zum Beispiel Caching aktivieren und wollen wir JavaScript minimisieren und CSS und zum Beispiel irgendein Plugin aktivieren. Zum Beispiel, ich benutze sehr oft
JCH zum Beispiel. So, jedes Mal, dass ich von Entwicklung zu Demo, brauche ich nur einfach den Plugin hier zu schreiben und das wird automatisch angemacht. Zum Beispiel kann man auch Google Analytics nur anmachen, wenn wir von Demo zu Produktion haben und dann wieder ausblenden oder deaktivieren. Man kann diese einfache, aber zeitkostende Aufgaben, die wir ständig machen, ganz einfach automatisieren. So würden wir nur einfach eine Aufgabe und sagen, okay, ich will ein Plugin aktivieren und einfach hier Drag and Drop, Name des Plugins und Save. Und das war's. Fragen? Was kostet es? Was wir anbieten, ist der Entwicklungsserver. So, es kostet nicht, wir begrenzen nicht die Nummer von Seiten, sondern Speicher und RAM. Man braucht mehr RAM, je mehr Benutzer braucht. Und Speicher, das hängt auch von den Webseiten an. Es stimmt, dass die Webseiten mehr Speicher brauchen als normal, weil wir haben mehrere Kopien und Git und Control Version. Aber ein neues Feature, das da kommt, ist, dass man ein Projekt, das zum Beispiel schon fertig, das schon fertig haben, dass man es archiviert, so wegmacht. Das macht wieder Platz, funktioniert immer noch zum Beispiel für Produktion und mit dem Knopf wieder Dump to Develop wird es nochmal die Live-Version kommen, aber zwischen den nächsten 2 Monaten, die wir nichts damit machen, kostet uns kein Speicher. So, eigentlich mit dem kleinen Server kann man ganz, ganz viele Projekte bitten. Besser ist das Archivieren als das ganze Projekt löschen, weil dann würden wir die Dokumentation verlieren, Geschichte verlieren, zum Beispiel Plugins oder Automatisierungen. Und darum, das Archivieren ist ganz interessant. Geht es auch mit anderen CMS? Also bitte? Nur für Joomla oder auch für, weiß ich, WordPress oder andere? Ja, die Webseite ist, die Plattform ist für PHP. Jetzt fokussieren wir auf Joomla. Es gibt ganz viele spezifische Aufgaben für Joomla. Wir machen auch Tests mit WordPress oder andere CMSs, die werden auch mal kommen, aber momentan sind wir mehr auf Joomla fokussiert, wie gesagt. Ja. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, du hast uns mal kurz gezeigt, wie du die User anlegst mit verschiedenen Rechten. Ja. Habe ich nie gefunden. Ja, das ist nicht im Menü. Das ACL ist noch Arbeit. Ja. Alles. Deswegen habe ich die URL geschrieben. Musst du einen Grund haben, ja. Du bitte? Musst du ja einen Grund haben. Ja. Ja. Von hier hat man direkten Zugriff zu jeder Version. Man kann von hier direkt. Ich will hier was an Produktion machen, so brauche ich nicht zum Dashboard gehen, sondern direkt. Das geht und macht uns Autologen. Und wir sind in der Webseite. So, da braucht man keine Passwörter sich merken und so. Wenn ihr also Joomla Pros seid und Sachen wie Admin Tools benutzt, die sind hundertprozentig kompatibel. Wir machen das alles automatisch. So, wir importieren die Webseite, wir detektieren, kann man sagen, dass ihr Admin-Tools benutzt. Und das wird direkt im Workflow rein, so Secret Parameter oder HT-Access oder was auch immer. Ich kann euch tausende Features erzählen. Keine weitere Fragen? Soll ich noch mehr Beispiele oder Use Cases? Was hatte ich hier? Ihr könntet ja Push to Demo, Webseiten veröffentlichen. Use Cases, ja, das habe ich auch mal erzählt. Man kann offizielles Installationspaket
Und ja, man kann, es ist sehr schnell eine existierende Webseite in Workflow also bringen. Das Interessante ist, dass der Kunde nichts merken wird, weil ja, der Hoster bleibt genauso, wie es war. Und ja, Webseite klonen, das mit den Ketten. Und naja, ja. Eine Frage für die Staging- und Produktivebene. Ja. Das wäre ja auch ideal, eigentlich auf zwei getrennten Umgebungen, Maschinen, wie auch immer. Idealerweise ist das auch vorgesehen oder ist das beides eher. Wenn dann Standard, ja, Standard Case, das normale Fall ist, dass ein Benutzer hat ein Hosting, zum Beispiel mit cPanel und ein Shared Hosting. Aber so wie das es ist, man kann das machen bei manuellen Eintrag. Ich will ein neues Projekt machen und ich will das, so, neue Seite, so, ich will das manuell Setup, ich sag hier, oh, wie kann ich scrollen, so. Für die Domainname, dann ich muss einen DNS-Eintrag machen, das wird nicht automatisch. Und das sind die Daten für Demo und das sind die Daten für Produktion. Eigentlich sind total unabhängig. So, da kann man das machen. Habe ich das richtig verstanden? Also wenn das Paket jetzt zurückgeht, das Produktivsystem, ja. Dann wird automatisch mit Kickstart also auch wieder hochgeladen. Nee, das funktioniert dann über AirSync und solche Geschichten. Weil ja. Du willst ja nicht, dass deine Produktivseite, solange wie das mit Akiba eingepackt und ausgepackt wird, weg ist, sondern genau. Du synchronisierst halt die Daten. Aber das hat nichts mehr mit Kickstart zu tun. Ja, ich hatte mich jetzt verwundert, weil da irgendwas von Akiba auf der Folie stand. Ja, das Akiba heißt, dass wir ein neues Projekt machen und das neue Projekt. Also, wenn du eine JPA-Datei hast, kannst du die direkt da drin du kannst hier reinpacken und dann. Da, ich glaube, ich habe eine JPA da. Sein. Hier habe ich keine, aber einfach, es gibt eine File Storage, wo wir unsere eigenen Pakete haben können, unsere eigenen Extensions und da legt man einfach die JPA und da wird hier available, verfügbar. So. War das die? Ja, vom Prozess nicht verstanden, deshalb. Okay. Ja. Irgendwo Videotutorials dazu? Oder? Es gibt einige Videotutorials, ja, und wir machen immer mehr und mehr Tutorials. Ja. Wo findet man die auf der Firmenseite? Wir haben einen YouTube-Kanal und dann hier haben wir eine Dokumentation, die wird, sie hat schon die wesentlichen Sachen, aber die werden wir in die Zeit so und auch die häufigsten Fragen auch da haben. Ja. Darf ich was von der Oberfläche sagen? Ja? Ich bin an der Übersetzung dran. Ja. Wenn ich das gerade sehe, Dokumentation kommt in der Zeit. Ja, aber da, dank Stefan, werden wir super schnell das alles in Deutsch haben. Ja, setz mich unter Druck. Morgen früh ist fertig. Teil habe ich schon. Praktisch abgewogen. Das ist ja in Spanien. Ich habe das nicht gesehen. Nehmen Sie noch an. Ich sage, ich habe praktisch schon abgewogen. Sie sitzen ja in Spanien. Ja. Ist das dann für mich ein innergemeinschaftlicher Erwerb? Geht um die Umsatzsteuer. Umgangssteuer? Umsatzsteuer? Zurzeit, das alles mit dem EU-Tax. Ja. Sie zahlen hier. Deutsches Mehrwertsteuer ja. Oder wenn Sie eine VS Number haben, dann brauchen Sie keine Steuern zu zahlen. Ja, also doch, wieder gemeinschaftlicher. Das ist es. Die Antwort ist es. Naja, ich habe eine Umsatzsteuer, hier geht ja darum, es gibt ja so Fälle, wo das nicht funktioniert, wo der Anbieter dann auch irgendwo im europäischen Ausland sitzt. Er führt die Umsatzsteuer in seinem Land ab. Nach der Neuregelung im Umsatzsteuerrecht und ich habe den Vorsteuerabzug nicht. Das ist aber die Frage dann. Da bin ich nicht so expert im Thema. Aber gut, ich habe eine Umsatzsteuer-ID und mit der Umsatzsteuer, die liefert sie ohne Umsatzsteuer. Nach § 1 Absatz 1 Nummer 1. Ja, ich habe keine Betriebsverfolge. Ich habe viel mehr.
Und wo ist das mit den Datenbankeinträgen, das mit denen du beschreibst? Kann man das konfigurieren, in die Datenbank einlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel das Shop-System habe, das weiterläuft und da den Befehl hat. Ja. Und das möchte ich ja von der Demo dann nicht drüber spielen oder von der Developer-Version. Wo kann ich das da hier einstellen? Eigentlich ist es ganz einfach zu machen. Dafür haben wir eine extra Dokumentation, weil das geht einfach über, ich weiß nicht, ob ich hier einen Shop habe. Nee, in diesem habe ich nicht. Es geht alle über Konfigurationsdateien. So mit dem Code Editor, du brauchst nur hier eine Datei schreiben und in der Datei wird beschrieben, wie die Datenbank und auch die Ordner oder so sich verhalten müssen. Was wir jetzt machen, ist, wir arbeiten zum Beispiel mit HikaShop. Und eine Extension nach dem anderen, damit wir ein Preset zum Beispiel von HikaShop anbieten können. Und damit ja nicht mit den Dateien so, wie heißt das, arbeiten muss. So, das würde automatisch hier da sein. Das zum Beispiel mit dem HikaShop. Aber eigentlich ist es ganz einfach: nur eine Datei hier schreiben und hier mit dem Editor die Tabellen schreiben, die wir nicht zum Beispiel ausschließen wollen, die wir nur initialisieren wollen oder die wie auch immer, das Behavior, das wir schaffen. Verhalten, genau, danke. Wegen dem Speicherplatz, wenn alte Versionen gespeichert werden, ist dann jedes Mal der gesamte... Wir benutzen Git für Versionierung, so das heißt, es werden nur die Unterschiede gespeichert. So, du hast eine Kopie und dann plus die Unterschiede. Wenn man zum Beispiel einen Ordner hat, das ein Gigabyte in Videos hat, das kann man auch ausschließen. Von Versionen und von das ganze Zyklus, das vielleicht das macht keinen Sinn, das Ganze zu bewegen hin und fort. Und das geht auch über eine Datei, man schreibt das Folder weg und das. Das Dev kann ich selber an meinen Git anschließen? Also noch nicht. Okay. Das ist immer noch, dafür müsste man diese Dev-Entwicklung sperren. Damit es nicht Inkonsistenzen gibt und so Konflikte und so. Aber das ist auch ein Roadmap. Ja. Fragen? Bleibt die Demo noch ein bisschen online? Können wir da zu Hause noch ein bisschen spielen? Die Demo, diese genau für das Workshop, die würde ich in ein paar Tagen so löschen. Weil das, aber ihr habt dann, wenn ihr das E-Mail angeschrieben habt, dann bekommt ihr ein längeres Teil, so einen Monat lang oder was, man kann das auch problemlos erweitern und mit einem tollen Angebot. Ihr habt auch das Link, das irgendwo hier war. Damit erstellt ihr euch automatisch einen normalen 30-Tagen-Trial. So. Ja, das Interessante ist, wenn ihr das gut. Und das könnt ihr, wenn ihr das nicht gemacht habt, dann könnt ihr ausloggen und wieder einloggen und wieder E-Mail schreiben. Und Ja, wenn ihr keine weiteren Fragen, dann ich befreie euch.